Wir sind hier wieder zurück bei Anno 2070. Ich muss ja gerade nochmal. Du klingst so, wie als würde ich dir die Waffe vors Gesicht halten. Ja, nein, ich war in Hektik, weil ich noch schnell den Timer neu starten musste. Ein Knopfdruck. So, Anno 2070. Ja. Hey. Ja, juhu, juhu. Lücken-Let's Play für 22.05 hier einfügen. Hust, hust. Ja, unsere größte Herausforderung, ne? Machtkämpfe. Nein, Machtspiele. Ich weiß, dass du auf Machtspielchen stehst, aber das ist übertrieben. War nicht übertrieben. Das, was ich an Machtspiele mache, die sind übertrieben. Böses Kopfkino. Nein, danke. Verzichte. Naja. Schön, schön. Wie war das? Immer wenn wir Anno aufnehmen, hast du vorher anscheinend irgendwas genommen? Wir sind wieder an genau diesem Punkt. Vor 2,5 Stunden Training, ne? Ja, so nennt man das heute also. Na klar. Mein Keller hat sich total verändert. Das sieht jetzt aus wie bei 50 Shades of Grey hier. Oh Gott! Born! Wir haben immer noch 7 in Minus, verdammt. Auf zu weinen und bau ein weiteres Haus. Die Ware, das Treibgut ist immer noch im Wasser. Problem gelöst, wir sind im Plus. Was ist denn jetzt gemacht? Die Steuern erhöht. Aber dann ziehen sie nicht mehr ein. Doch, tun sie. Ah doch, du hast... Ey, hör mal, spiele ich zum ersten Mal Anno? Ich weiß, was ich tue. Du spielst seit 3 Monaten oder so zum ersten Mal wieder. Herzlichen Glückwunsch. Ja, warte, stimmt, eigentlich hast du recht. Eigentlich hätte ich den hier machen müssen. Schlechter gehen. Es geht eine bestimmte Zeit gut, aber die Zeit, wo sie dann wieder alles einziehen müssen, da hast du wieder Minus. Ach, Quatsch, das geht. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Wobei, das liebt ja Thor Strindberg. Sowas. Ja, so, ich auch. So super hohe Steuern, da kriegt er dir in den Arsch. Wenn, ist du zu wenn du zu niedrige Steuern hast, dann geht er dir auf den Sack. Ja, dann hoch mit den Steuern, los, gelber Bereich, gib also, ihm. Also entweder am Sack spielen oder in den Arsch kriechen, was ist Sie schöner? Hier und ich hab gar keinen Schnaps im Haus. Dann machen wir das so. Knebeln wir unsere Bevölkerung. Ja, aber dann zieht keiner mehr ein. Bau die Häuser fertig, schieb den Regler dann runter. Dann ziehen sie alle auf einmal ein. Jo, ja, was, ich könnte mich ja dann schon mal eigentlich um den Alk kümmern, wa? Alkohol. Ich meine um die Milch, Entschuldigung. Um die Sake. Jetzt hat die damit schon wieder zu tun. Die Sake? Ja, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Die Sake. Haben wir eigentlich eine Baukostenrückerstattung? Nee, ne? Nein, wahrscheinlich komplett nicht da. Komplett nicht da. Gut zu wissen. Ist so. Passt. Reisschnaps. Was hast du dagegen? Ich sollte vielleicht mal wieder ein paar Fischhütten bauen. Eine für diese große Bevölkerung reicht wahrscheinlich nicht mehr. Ach, was? Die brauchen keinen Fisch, die haben gleich Schnaps. Lass mir ein paar Bauzellen über, ich brauche sie. Wobei, ich fand, dass schon bei Anno 2070 schon ziemlich einfach. Was denn? Das Essen machen. Hat zwar riesig, hat ja zwar scheiße viel Platz weggenommen, aber die wollen ja keinen Fisch mehr. Ja. Okay, also. bei diesen Kluften, so wie die Inseln aussehen, wie willst du denn da eine Fischhütte bauen? Ne, kriegst du schon irgendwie hin. Jede Insel, die sah ja aus, als würde sie irgendwie 100 Meter über den Meeresspiegel sein. 100 Meter ist ein bisschen untertrieben. Mehr. Ich weiß gar nicht mehr, so hoch kam mir das gar nicht vor. Das waren riesige Plateaus. Ja, aber so hoch... Ja. Gibt ja dann auch diese Monumente von Insel zu Insel. Ja, das nennt man auch Brücke, dieses Monument.
Beziehungsweise ein Monument, was man in einer bestimmten Karte bauen kann, so wie ich das verstanden habe. Was dann zwischen den Inseln ein Staudamm erzeugt. Genau. Wie auch immer. Wie will man das Meer stauen? Mit ganz viel Meeraufwand. Dann ist es ja nicht wirklich ein Staudamm, sondern eher ein Gezeiten. So wie ich nichts wisse, möglich ist alles. Gezeitenkraftwerk gibt's doch hier schon. Sind das nicht hier die Unterwasserströmungen? Ja, genau die. Ja, aber dann wird es da ja auch, weil wie willst du das Meer stauen? Na gut, vielleicht hast du ganz viele U-Boote und zur Rush Hour gibt es dann auch einen Meerstau. Keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Ich hab's noch nicht in live gesehen, ich hab's nur im Trailer gesehen, genauso wie du. Ich kenne den Staudamm von der Preview. Wir haben kein Werkzeug mehr. Ja. 30 Tonnen liegen hier noch. Ja, hol! Okay, wenn ich das... Dude, wir haben keinen Fisch. Kommandoschiff einsatzbereit. Ich hab ja schon gebaut. Ich sehe Vadim. So auf die Karte gucken. Ach, Vadim. Na, hat gerade mich angenähert. Wo ist Kommandoschiff? Da ist Kommandoschiff. Wo ist Treibgut? Ja, und ich hol's schon. Wenn das Schiff schnell genug ist. Gleichzeitig auch noch ganz schnell Sachen einkaufen bei beiden und dann hochfahren. Lieber erstmal einsammeln, weil es ist schon eine ganze Weile da drin. Im Wasser. Erstmal einsammeln und dann einkaufen und dann ganz schnell Schiff in Sicherheit bringen. Können wir eigentlich schon Hafenwehrtürme? Nein, leider nicht, ne? Scheiße. Oh. Bring ja sowieso nichts irgendwie. Die machen nicht genug Schaden, die Mistdinger. So wie, wir haben ja noch niemals mal die Politik. So wie die Keto aufgeräumt hat. Keto? Keto war auch unfair. Ja, der du hast den Wehrturm noch gar nicht gebaut gehabt, hat ihn schon kaputt geschossen. Oh, despawned. Na. No. Hol neues, schnell. Nee, Keto. Ein Thor Strindberg kann man vielleicht damit abwehren oder ein Vadim Sukhov. Außer die kommen mit Flugzeugen. Aber eine Keto, ne. Ein Hector kann man vielleicht damit auch noch abwehren, Ach, ein Hector, aber. Hector locker. Eine Keto, ne. Früher. War doch früher, ne? Ja. Oh. Bei 14.04. Da sind ja die Piraten, die, wenn sie da einen Wehrturm gesehen haben, sind ja sofort abgedampft. Oh ja. Sofort umgekehrt. Die wusste noch, was gut für sie ist. Ja. Jetzt sind sie kackend dreist geworden, die Piraten. Immer diese dreisten Piraten. Oder Freibeuter. Im Namen Englands? Ja. Nein, im Namen von... Der East India Trading Company? Von Hector. Schief? Wo schief? Ach, da unten. Sie benötigen etwas? Es wird einigermaßen in Ruhe gelassen gerade. Wir sind im Geschäft. So, wir haben alle gefunden. Naja, gefunden. Wir kennen sie jetzt alle. Gefunden haben wir sie noch nicht. Okay, uns fehlt noch Jana Rodriguez. Fehlt die wirklich? Hm? Müssen wir die finden? Mit ihrer grünen Arche? Boah. Kann uns helfen. Wobei, soll sie uns Holz verkaufen? Und Glas? Eine Flotte bereitstellen. Aus Hovercrafts. Genau. Die nach 2 Kugeln im Wasser untergehen. Sind schnell. Und schnell kaputt. Trotzdem schnell und wendig. Lokalisiere Insel. Wie? Wie? Da war noch eine Insel drin? Dachte ich mir auch gerade. Hä? Was? Okay. Dann, ist eine Rieseninsel. Warum hat er eigentlich seine Arche davor gebaut? Der hätte sie auch auf die Insel stellen können. Oder zumindest die Insel nutzen. Sind Sie angemeldet? Nö, ich bin nicht angemeldet. Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit... Nö, die besiedeln ja nichts.
Evi und so. Warum auch immer. Weil das eine neutrale Fraktion ist. Ja, das müsste noch gehen, ja. Komm schon, Schiefchen, beeil dir! Ach, Hector, der kraut sich da oben an den Eiern, der macht da nichts. Um Hector geht's mir nicht, ich will auch mal wieder was machen und das geht ohne Werkzeug nicht. So. Kümmer dich mal auch schon mal um Aktivität, dann steigen die nämlich auf, dann können wir auch Werkzeug selbst produzieren. Ja. Stimmt, Aktivität fehlt noch. Casinos. Ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Oh mein Gott, ich hab die Casinos vergessen. Oh mein Gott. Ja, wir haben keine Baukosten übrigens schon. Spielen wir in den Casinos eigentlich auch um Zeit? Zeit? In Time und so? So, ich habe jetzt gedacht, du meinst jetzt Fluch der Karibik. Nein. Da wurde um Zeit auf dem Schiff gespielt. Ja, gut, das hätte auch funktioniert, aber ich sprach gerade von In Time. Ah, wobei, das war ja dann eher dieses Armdrücken sozusagen, was die da gemacht haben. Immer. Die haben auch Poker gespielt in den Casinos. Ja, die Reichen. Ja. Die Richmans. Die waren doch cool. Ewig leben, ey. Wieso ewig? Sie hatten doch nur Millionen von Jahren. Ja, ewig leben. Oder einen Fehler machen und alles in die Steuer verlieren. Oder wie würdest du diese komischen Minutemen, oder wie haben sie sie genannt? Wie würdest du die sonst bezeichnen? Zeichne sie, glaube ich, als Steuerfahndung. Ja. Die auch immer eigentlich auf am Limit leben. Ja. Weil sie Achtung, kaum Gehalt kriegen. Wofür brauchen die Gehalt? Wobei, die kriegen auch gar nicht... glaube ich, gar keinen Gehalt. Die kriegen immer so viel, dass sie einen Tag überleben und dann kriegen sie am nächsten Tag wieder was. Oder eben nicht. Wenn sie ihren Job scheiße gemacht haben, dann nicht. Dann sind sie gekündigt. Your time is up. No! Tod. The end. Das ist auch mal eine Kündigung, ey. Tja, deine Zeit bei uns ist abgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach Gott, wir haben noch 2 Stunden. Was? Was haben wir? Nur noch 2 Stunden, bis Keto kommt. Achso, ich wollte schon sagen, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was hast du denn schon wieder geplant heute? Oh Gott, 2 Stunden nur noch, bis Keto kommt. Eine halbe Stunde zocken wir also schon wieder. Halbe Stunde zu viel, gerade in dem Moment, weil wir hier nichts machen gerade, so wirklich, wir eideln heftig rum. Also, die Stadt ist soweit ausgebaut. Toll. Ja. Ui, toll. Brauchst du gar nicht so sarkastisch klingen. Bin nicht sarkastisch, ich bin immer so. Und, Oh, Alk sollte erstmal reichen, denke ich. Muss das hier hin, ne? Weiß nicht, ob das da hin muss. Das musst du schon selbst wissen. Ach, scheiß was drauf. Kommt. Wir haben eigentlich noch rein gar nichts. Ach nee, ich hab doch gesagt, wir eilen rum und du hast schon wieder das ganze Werkzeug verbraucht. Hab ich nicht. Doch, wir haben noch 1 Tonne. Ich hab nichts gemacht. Ich weiß nicht. Könnt ihr mal aufsteigen, bitte. Dankeschön. Wir können jetzt auch mal so langsam Bauzellen verkaufen. Bauzellen haben wir nicht zu viele, nicht wirklich, wenn du weiterbaust, aber ich könnte die Produktion mal ein bisschen einschrumpfen, ne? Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Nein, nicht so, nicht so. Ökobilanz. Werte steigen. Nicht so. Ich wollte nur mindestens einen haben, damit ich Werkzeug anbauen kann. Anbauen? Ja, anbauen. Ach, wir sind ja keine Ekos. Auf dem mysteriösen Werkzeugbaum, oder was? Ey. Komm mir nicht mit sowas. Wie produziert man nochmal Basalt als Echo? Man pflanzt es an. Nein, man trägt es ganz sanft von der Oberfläche ab. Hat man das nicht eigentlich angepflanzt? Nein. Es wird genauso abgetragen wie bei den Tycoons, nur die Tycoons, die machen riesige Löcher. Ja, und? Und die Echos, die tragen das ganz seicht von der Oberfläche ab. Softies. So ganz liebevoll.
beim Gras kämmen, ne? Sie sich etwas dazu bevor den Sektor verlässt. Okay. Haben wir ein Schiff, womit wir das machen können? Ja. Ja, genau, weil es bei Hector an der Insel ist da oben. Bravo. Ach, dann warten wir, bis es hier in der Mitte ist oder so. Ey, deine Leute wollen aufsteigen und ich brauche immer noch Werkzeug. Die können nicht aufsteigen, weil ich kein Werkzeug habe. Das ist irgendwie eine verdammte Zwickmühle. Ich verkaufe mir eben Bauzellen, ne? Geld haben wir auch nicht, wirklich. 1000 Dollar, reicht doch. Wie willst du denn jetzt Bauzellen verkaufen? Übers Handelsfenster? So. Ja, das dauert aber bis wieder einer... Oh, Hector fährt hier rum. Ach. Bei unserer Insel. Oder? Die Barracuda League kontrolliert diesen Sektor. Wer uns nicht aus dem Weg geht, ist selbst schuld. Neue Inselkoordinaten erfasst. Vor unserer Insel. Neue Inselkoordinaten erfasst. Was? Aber auch wieder so ein kleines... Na, wobei... Es wirkt gar nicht so klein. Das ist auch nicht riesig. Ja, doch. Es ist winzig. Ja. Es passt auf einen Monitor. Das kann nicht groß sein. Na gut, dann greifen wir mal hier an. Was ist denn das hier für eine Schaluppe? Boah, so ein Echo-Schaluppe. Putzig. Ist das süß! Ist das eine rote Farbe oder ist das... Das ist lila, ne? So dunkel lila. Das ist irgendwas rötlich-lila irgendwas. Ja. Naja. Dramatische Trommelmusik im Hintergrund. Guck mal, ein Handelsschiff bei uns. Wie praktisch. Die Firma hat oberste Priorität. Immer. Ah. Rufus. Rufus, was machst du denn hier? Der alte Rufus. Guck mal, wir haben Werkzeug und wir sind Bauzellen los und haben uns, hat uns nur 700 Simoleons Credits gekostet. Ich glaube, du spielst zu oft Sims D. Spiel ich doch gar nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, aber hast du jetzt auch abgebrochen, ne? Yep. Deswegen, ich spiel's doch gar nicht mehr. Wir werden ja gleich erfahren, wo Sokov lebt. Oh. Weil gleich seine Insel angezeigt wird. Oder wir gleich zu seiner Insel fahren müssen. Sag das mal so. Wir müssen gar nichts. Wow. Nicht genügend Credits. Ich brauche Geld. Diese Kampfsequenz. Muss man eben hier dafür sorgen, dass die Leute Steuern zahlen. Gebt mir euer Geld. Ich weiß, was für euch am besten ist. Ja. Wobei, bei... Warum hast du jetzt abgerissen? Weil wir so eine Riesenproduktion davon im Moment nicht brauchen, nicht da das Werkzeug hinpflanzen möchte. Außerdem willst du da oben noch mehr Platz haben. Mehr oder weniger. Passen nämlich noch zwei Häuser hin. So, dann brauche ich mal ein paar Eisenschmelzen. Beziehungsweise drei Häuser. Yay! Oh. Kann ich schon mal ein bisschen Kohle kümmern. Kohle, Kohle, Kohle. Hey! Was denn? Boah! Kannst ja mal ein bisschen mithelfen, mir drauf schießen. Nein! Das ist dein Job! Torstrindberge. Du schießt doch sonst so gerne auf Unschuldige. Hau rein! Mist, ich brauche noch ein bisschen mehr Werkzeug. Das ist aber gerade so ein bisschen langweilig. Wir sind nicht, das Schiff ist nicht innerhalb von 2 Sekunden kaputt. Du bist verwöhnt. Ja, vor allem die letzte Folge, wo wir dann plötzlich von jedem einzelnen Dingens angefordert haben. Riesenflotte! Mein Gott, wir hatten ja auch nichts mehr zu verlieren. Und jetzt brauchen wir bitte Werkzeug. Also wenn du unterwegs rein zufällig welches finden solltest oder für den Auftrag kriegen. Nein, das Kunststoff. Kriegen Kunststoff. Natürlich kriegen wir Plastikdosen. Was? Da oben ist übrigens seine Insel. Ich weiß. Das fährt ja das Schiff schon hin. Dass wir verkaufen können oder nicht verkaufen können. Je nachdem. Wenn wir Geld brauchen, können wir es ja verkaufen. Nein, wir haben ja ganze 1000 Credits. Ich wollte schon wieder Simoleon sagen, verdammt. Neue Inselkoordinaten erfasst. Wow. Lebt einer? Hallo, jemand zu Hause? Weil Thor muss ja hier irgendwo auch mal sein. Bin da. Wer noch?
Wobei, da haben wir, glaube ich, schon gesagt, ne? Von wegen Kriegsgott. Hä? Was? Thor. Thor ist doch der Donner- und Kriegsgott der nordischen Mythologie. Ja, und was hatten wir da gesagt? Der Strindberg heißt Thor mit Vornamen und ist sehr schnell angepisst und macht Krieg. Ja, mein Gott, solange wie er nicht auch anfängt, Blitze zu schleudern, ist alles gut. Das war zwar eigentlich nicht seine... auf dieser Insel. Huch, Entschuldigung, ich hab das Schiff umgeleitet, hol's zurück! Er schleudert eher Raketen, aber ja, das kommt auf Selvin noch. Close enough. Boah, wie grau das Ding hier schon ist, ey. Hey, was erwartest du? Außerdem, du bist Tycoon, dich interessiert sowas nicht. Grau ist die denn jetzt schon? Oh, 295, da haben wir... Wir sind auch schon 166 im Minus. Erzählen Sie, ist die Sache erledigt? Ja, Sache erledigt. Gib mir Kunststoff und jetzt verkauf uns Werkzeug. Eine davon kann ich sowieso im Moment erstmal lahmlegen. Ist ja unbedingt einen Feldweg zwischenmachen, das dauert das eben. So, 20 Tonnen Werkzeug. Kommt! Cool. Mit vom Zukunft, außerdem ist die Folge vorbei. Ja, seit einer Minute 15. So lange schon wieder? Ja. Hat doch gerade erst gebimmelt, meine Uhr. Wir sind bei 21 Minuten 22 Sekunden. Ich kann dir sogar die Zehntel sagen, aber da ist die zu schnell. Eigentlich haben wir ja hier oben Ketos Ankunft eine Uhr, aber. Ich hab trotzdem eine Stoppuhr, die mitläuft. Darauf achten wir ja auch irgendwie nie. Nein, niemals. Dann, irgendwie ist die Karte mega braun und grau, oder? Ja, ein bisschen. Kaffeebraun, Umbra, dunkelbraun, wie auch immer alles. Naja. So. Schon wieder vorbei. Schon wieder die erste, ist die zweite Folge. Oh Gott, ich glaube, ich bin echt müde, verdammt. Zweite Folge ist schon wieder rum und wir haben zumindest die zweite Evolutionsstufe, Zivilisationsstufe erreicht. Evolutionsstufe. Ja, wie man es nehmen möchte. Habe ich gerade erwähnt, dass ich müde bin? Evolutionsstufen gab es in Age of Empire. Und wahrscheinlich in 2205. Wir werden bestimmt Aliens kriegen. Oh, das wird dann eher 32.0, hast du nicht gesehen. Wenn wir nicht mehr zum Mond, sondern zum Mars fliegen? Nein, dann fliegen wir nicht zur Milchstraße, sondern zu anderen Galaxien. Wobei die Milchstraße schon verdammt groß. Ach was, winzig. Ja gut, bevor wir hier noch mehr Schwachsinn quatschen, lass uns hier erstmal lieber einen kleinen Cut machen. Ich ignoriere dich! Ich quatsch dich tot! Einfach einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge, ganz genau. Ciao, ciao. Ciao.